haben die Hammer spielen. Und sie haben es erst seit kurzem in der Besetzung. Aber Wort war es, Leute, Wort war es. Viel Spaß mit Zadok. So, das war Carrydale, genau. Der ist für euch, Jungs. So, Carrydale hat schon einiges gemacht. Ich habe vorhin erwähnt, dass sie schon 26 Gigs hatten, unter anderem mit international erfolgreichen Szenegrößen. Darunter waren zum Beispiel Memphis Mayfire aus den USA und Hope Die Last aus Italien.